Hallo, willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Diese Woche geht es um medizinische Kosmetik. Medizinische Kosmetik, was ist das schon wieder? Mein Name ist Dr. Barbara Meyer-Lehmann. Ich bin Hautärztin bei der Online-Praxis Dermagnostik. Barbara, welche Arten von kosmetischen Behandlungen gibt es? Als medizinische kosmetische Behandlungen gibt es die Peelings, die Chemical Peelings und das Mikroneedling. Fangen wir mit Letzterem an. Mikroneedling ist eine Behandlung, die mit einem elektrischen Gerät oder einer Nadelwalze durchgeführt wird. Das Gesicht wird damit großflächig bestrichen und das führt natürlich, Nadelwalze, zu kleineren Verletzungen der Haut. Diese kleineren Verletzungen repariert die Haut narbenlos selbst, indem sie Kollagen entwickelt. Und dieses Kollagen führt dazu, dass kleine Fältchen abgemindert werden und eventuell bestehende Aknenarben sich von alleine durch eben diese Bindegewebsstimulation füllen. Das Chemical Peeling basiert auf einem ähnlichen Prinzip. Nur werden hier die Verletzungen nicht mechanisch gesetzt, sondern durch die Einwirkung von Säuren. In milder Form Fruchtsäuren, aber auch in stärkerer Form in Phenolsäuren und Ähnlichem. Auch hier basiert es darauf, dass kleine Verletzungen gesetzt werden, die der Körper aber unter Neubildung vom Bindegewebe selber repariert. Diese Behandlungen führt man bevorzugt in der dunkleren, lichtarmen Jahreszeit durch, weil eben während des Heilungsprozesses ein konsequenter Lichtschutz zur Verhinderung von Pigmentierungen erforderlich ist. Das heißt nicht, dass man es nicht im Sommer machen kann, aber eben was Lichtschutz angeht, ist es eben im Winter von Natur aus einfacher. Es eignet sich eigentlich für alle Hauttypen. Eingesetzt wird es im Anti-Aging-Prozess zur Milderung von milden Fältchen, aber eben auch sehr weit und sehr häufig in der Aknebehandlung, sei es in der Akutbehandlung der Akne, wo eben der Schäleffekt der Fruchtsäuren ausgenutzt wird oder eben um Akne-Male, Akne-Närbchen in der Spätbehandlung zu beseitigen. Wenn du wissen möchtest, ob diese Behandlung für dich in Frage kommt, ob sie von Nutzen für dich wäre, kannst du dich gerne bei uns in der App melden. Unsere Hautärztinnen beraten dich gerne. Neben dieser medizinischen Kosmetik steht natürlich auch eine breite Palette der Aknebehandlung durch Cremes, Tabletten sind möglich. Das heißt, auch darüber können wir gerne Informationen an dich weitergeben. Schon erwähnt hatte, den Lichtschutz beachten und eben auch in dieser Zeit auch einkalkulieren, dass eben diese medizinische Kosmetikbehandlung doch eine etwas tiefgreifende Behandlung ist. Also man sollte einen Zeitraum wählen, wo nicht allzu viel los ist, wo man eben auch gesellschaftliche Kontakte, man muss sie nicht meiden, man ist durchgehend arbeitsfähig, aber eben man fühlt sich oft wohler, wenn das dann in ruhigeren Zeiten ist. Das was für heute. Überlegt, ob medizinische Kosmetik für euch in Frage kommt. Ich kann es eigentlich guten Herzens empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ruhig ein Like da.